Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Glossy Box Men Edition. Und wenn du Bock drauf hast, in diese wundervolle Box hineinzuschauen, mit mir zusammen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Box wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Glossy Box Team. Und ja, das ist eine Box, die alle in 3 Monate erscheint, also halt quasi immer zu jeder Jahreszeit, ne? Jetzt haben wir quasi die Sommeredition 2022 hier. Die kostet 30 Euro pro Box und wenn man halt schon ein Glossybox-Abo hat, spart man 5 Euro und kriegt die dann für 25 Euro. Und wir haben hier aber immer Produkte drin enthalten, die einen deutlich höheren Warenwert haben. Sie ist immer sehr, sehr schwer. Und wir haben auch echt viele Full-Sizes hier immer drin, also Originalgrößen. Mein Freund freut sich immer, bevor ich jetzt hineinschaue schon mal, über Deo und über, was war das andere nochmal? Rasierer findet ihr auch immer ganz praktisch. Ab und an, wenn dann auch mal so etwas exotischere Produkte drin sind, findet ihr es auch mal ganz interessant. Oder so Massageprodukte bzw. Voltaren-Ersatzprodukte nenne ich sie jetzt einfach mal, wenn du eine Muskelverspannung hast, ne? Und da was drüber machst, das ist für ihn, glaube ich, auch eine ganz gute Geschichte. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was wir hier drin enthalten haben. Und es ist eine Beauty-Box. Dementsprechend ist hier hauptsächlich Beauty drin, aber Männer-Beauty oder halt auch Unisex-Beauty. Das ist auch immer ganz interessant zu wissen, denn Produkte, die in Boxen drin sind, sei es in den regulären Abo-Boxen, die wir als Frauen in Beauty-Boxen drin haben oder die wir auch ganz normal im Rossmann DM und wo auch immer kaufen können, ne? Nur weil da Men draufsteht oder weil da Men nicht draufsteht, ist es ja nicht direkt ein geschlechtsspezifisches Produkt, ne? Das ist einfach nur eine kleine Empfehlung vom Hersteller, würde ich es einfach mal nennen. Bei Gesichtspflegeprodukten bin ich persönlich immer etwas vorsichtiger, weil Männer haben schon eine etwas andere Gesichtshaut, ne? Die haben eine dickere Lederhautschicht mit drin. Und dann gibt es natürlich auch einfach unterschiedliche Präferenzen bei Düften. Ist einfach so, ne? Juti, Kafruti, dann gucken wir mal rein. Den Deckel habe ich jetzt ja gerade schon entnommen. So sieht das Schätzelein aus und es riecht wirklich angenehm. Also ich nehme irgendwie was Frisches, Aquatisches direkt hier schon war. Sehr, sehr angenehm. Und ja, wir haben jetzt die Männersache-Edition, steht hier drauf. Und so sieht das dann quasi gleich aus, ne? Und dann schauen wir mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Denn irgendeine Idee müssen sie ja gehabt haben. Diese Box ist echte Männersache. Im Juni machen wir Nägel mit Köpfen. Übersetzt in Glossy-Sprache heißt es, auf dich wartet eine Box voller toller Pflege- und Grooming-Produkte für deine perfekte Sommerroutine. Lass dich überraschen. Alle Infos zum Inhalt deiner Box warten ab sofort in unserer digitalen Produktkarte, denn wir werden nachhaltiger und sparen so bis zu 10 Tonnen Papier. Ist so krass. Scanne einfach den QR-Code auf diesem Flyer und genieße deine neuen Lieblinge im Badezimmer. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossy Box Men Team. Jo, sehr schön. Hier haben wir einen QR-Code drauf, den werde ich scannen, wenn ich die Preise halt einblende, ne? Und ich verlinke euch die Produkte auch alle in meiner Infobox. Jo, dann schauen wir doch mal rein, ne, was die Box hier zu bieten hat. Ich mache hier mal das Schleifchen auf, was das Seidenpapier und die Produkte zusammenhält. Der Klebi wird geöffnet. Ich versuche das immer zu machen, ohne das Herreißen. Das ist so nicht machbar. Vor allem mit einer Hand ist es schwierig. Okay. So, ja. Wir sehen hier schon einiges an Full-Size-Produkten drin. Das finde ich angenehm. Und witzig ist vor allem, das, was uns anlacht, ist meistens etwas Dunkles. Also diese klischeehaften Männer, schwarz und blau, safe, wenn du in die Box hineinguckst, ne? Das Erste, was mich anspringt, ist ein Produkt, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, ist ein Produkt, was ich in der Männerbox sehen würde, aber gut. Basic Skin, ein Face Mask Brush. Ich persönlich kriege meinen Freund zu Masken jetzt nicht unbedingt überredet. Ja, eigentlich ist ein Face Mask Brush, also ein Maskenpinsel, hier ganz gut drin aufgehoben, weil Männer wahrscheinlich, also für Männer ist es wahrscheinlich einfacher, eine Crememaske zu verwenden als eine Tuchmaske, weil gerade jetzt aktuell, ne, Männer haben ja auch recht häufig Bart und so, und dann ist es mit einer Tuchmaske immer recht schwierig. Das heißt, Crememaske ist dann ja eine sinnvollere Kiste. Und ja, hier haben wir halt einen Gesichtsmaskenpinsel drin enthalten. Den hatten wir auch schon mal als ja, Glossy in der Frauenbox. Ist halt so ein Silikonpinsel. Ich ganz persönlich fahre halt nicht so darauf ab.
bin ich ehrlich, ne? Aber es gibt bestimmt Leute, die das super finden. Falls du so einen Maskenpinsel super findest, schreib das doch gerne mal in die Kommentare rein. Ne? Ich halt nicht so. Aber gut, das wäre jetzt das erste Produkt, was in der Box drin enthalten ist. Ne? Hier haben wir das nächste Produkt und zwar von Peter Thomas Roth, Clinical Skincare Pumpkin Enzym Mask. Ja, guck mal, das passt doch schon mal direkt dazu. Das ist eine Enzymmaske, die, also das wird dann ja auch so eine Art Peeling-Maske sein, ne? Quasi um tote Hautschüppchen zu entfernen und so, die mit Kürbis ist. Passt meiner Meinung nach nicht unbedingt in eine Sommerbox, hätte ich jetzt eher in einer Herbstbox gesehen. 3-in-1 Intensive Skin Resurfacer Mask Exfoliates with Pumpkin Enzym. Also da sind tatsächlich Kürbisenzyme drin. Ich glaube, die werde ich meinem Freund mopsen, sofern ich sie verwenden darf. Denn Enzympeelings ist halt das, was ich aktuell machen darf. Sonst darf ich ja nicht so viele Peelings machen aufgrund von schwanger, ne? Ja, 1 bis 2 Mal pro Woche darfst du es verwenden, 3 bis 7 Minuten drauf lassen. Das wird für mich halt optimal passen, weil ich ja das immer während des Zähneputzens verwende. Und 14 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Muss ich mich mal ein bisschen intensiver mit befassen und das mal belesen. Aber theoretisch sowohl für Männer als auch für Frauen. Ein Top-Produkt. Dann habe ich hier etwas, das ist ein Männerparfum. Carline Homme Eau de Toilette for Men Absolute Blue New. Also das ist ein neuer Duft. 60 Milliliter sind hier drin enthalten. Und Carline ist so eine, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, eine günstige Marke, die Düfte herstellen. Das heißt, es sind keine super langanhaltende Düfte. Ne? Teilweise sind das dann Dupes, also oder Duftzwillinge nennt man das ja so freundlich, zu bekannten Parfums. Also ich würde jetzt auch sagen, dass es zu irgendeinem sehr aquatischen Duft, der sehr bekannt ist, sehr wahrscheinlich ein Zwilling sein wird. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich kann das jetzt ja auch einfach mal sprühen. Ich verschenke sowas. Dann, also ich, das behalte ich natürlich nicht. Das gebe ich dann entweder, wie gesagt, meinem Freund, der kann nachher hier mal durchgucken, meinem Papa oder halt im Familienkreis, ne? Und da ist mir keiner böse, wenn ich da mal gesprüht habe. Ja, ich glaube, mein Freund hat das Original davon. Kommt mir nämlich gerade von dem Flakon her sehr bekannt vor. Aber ich glaube, seins ist sehr, sehr alt. Das glaube ich wirklich. Und deswegen könnte das ganz cool sein. Und mein Freund mag auch manchmal, also entweder steht er halt voll auf diese Walddüfte oder, Sammy weiß noch nicht genau, wo er liegen soll, ne? Oder halt auf diese aquatischen Düfte. Und gerade jetzt im Sommer sind aquatische Düfte echt gut. Und was ich auch gehört habe, es gibt viele Frauen, die auch auf diesen Duft sehr stehen, weil aquatisch findest du bei Frauendüften ungefähr gar nicht. Das ist sehr schwer zu finden, ne? Da sind wir alle immer etwas blumiger unterwegs. Ja, den kennt man, den Duft. Oh, mir fällt aber nicht ein, wie der gerade heißt. Er riecht unfassbar gut. Ich glaube, mein Papa hat den auch. Ich mag den. Den wird mein Freund sehr, sehr wahrscheinlich sich auch rausnehmen, weil das einfach geil riecht. Ne? Das ist so ein schöner, frischer Duft. Oh, riecht unheimlich gut. Wie gesagt, aquatisch, frisch und so leicht, ganz, ganz leicht. Hast du eine herbe Note mit dabei? Moschus wird das dann ja wahrscheinlich sein, aber es riecht einfach gut hier gerade in diesem Raum. Was meinst du, Sammy? Ja, Parfüm ist nicht so deine Welt, ne? Ist auch gut so. Du bist ja auch ein Hund. So, als nächstes habe ich hier etwas drin enthalten von Dove Men Care Sensitive Micro Moisture für empfindliche Haut. 3-in-1 Körpergesicht und Haar. Perfekt. Das finde ich wirklich cool. Und das wird ein Duschgedönsen sein. Ja, da kannst du nichts mit verkehrt machen, ne? Gut, mein Freund hat super viel Duschgel. Ich weiß nicht, ob der das behalten wird. Sensitive finde ich auch sehr wichtig, denn auch jetzt im Sommer haben super viele Männer sensible Haut, weil Sonneneinstrahlung, sie sind viel draußen und so weiter, ne? Und so dick die Hornhaut auch sein mag, trotzdem können die Männer eine sensible Haut haben. Ist wie das, ne? Kann man, also es ist unglaublich, aber es ist so. Und ich finde es schön. Doch, finde ich echt schön. Und mein Freund kann sowas auch wirklich für All-in-One verwenden. Ja, weil er hat jetzt keine langen Haare oder so. 3 mm oder 5 mm hat er. Und ja, für mich wäre das überhaupt nichts. Also so ein Körper und Haare in einem Gedönsen wäre für meine Haare der Tod, weil die sind halt lang und dann werden die halt super trocken. Das brauche ich nie. Aber gut, ist eine Männerbox und keine Claudie-Box. Das hier wird mein Freund sich auch rausnehmen. Ist von 8x4. Ich mag richtig gerne die 8x4 Deos. Jetzt gerade habe ich das Orangen in Anwendung. Nummer 17 Oceanic Boost. Also auch wieder so ein schöner aquatischer Duft. Finde ich richtig schön. 48 Stunden Schutz. Bitte
nicht darauf vertrauen, öfters Deo oder sowas verwenden oder öfters duschen gehen als alle 48 Stunden. Langanhaltende Frische und Antitranspirant, Anti-Sweat. Absolut. Ne? Also das wird er gut finden, das wird er verwenden. Werde ich jetzt nicht dran schnuppern, das ist ein Deo. Ne? Parfum, ja, schnuppere ich dran. Deo muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber ist cool, definitiv. Zwei Sachen habe ich hier noch drin. Und das sind sacken teure Viecher. Was ist das denn? Symbiosis haben sie jetzt hier auch bei den Männern mit reingepackt. Okay. Rose und Glykolsäure. Also R und AHA. Darf ich jetzt gerade leider nicht verwenden. Werde ich mir aber rausnehmen. Wird mein Freund eh nicht verwenden. Ein Gesichtspeeling ist das. Mit, ja, wie gesagt, Rose und halt der Glykolsäure. Ja, ne, 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Das wird auch so seine 90 Euro wert haben, ne? Ein Cruelty-Free-Produkt, ja, es ist halt so eine teure Marke, die wahrscheinlich keine von uns Glossybox-Abonnentinnen, wo das I groß geschrieben ist, also sowohl Abonnenten als auch Abonnentinnen, würden sich das wahrscheinlich eher so gar nicht kaufen, wenn es in der Box drin ist. Denkt man sich, ja, ist cool, ne? Hat man ein hochwertiges oder ein teures Produkt mit in der Box, was den Wert halt auch wirklich nice aussehen lässt. Wobei auch 30 Euro für die Produkte finde ich vollkommen legitim. Aber gut, ja, ne? Es ist ein Gesichtspeeling, das kannst du jetzt auch im Sommer gut gebrauchen. Durch diese ganze Schwitzerei hat man einfach das Bedürfnis, ab und an mal die Gesichtshaut zu regenerieren. Und da kommt sowas ganz gut. Ja, ne? Aber es ist ein sehr überteuertes Produkt. Ist ein Unisex-Produkt. Ist okay, ne? Ich find's cool, dass es mit drin ist, definitiv. Und das letzte Produkt ist hier etwas, das hatte ich auch schon in super vielen anderen Boxen drin. Elemis Pro Collagen Marine Cream. So viele Menschen stehen darauf. Eine Anti-Falten-Tagescreme. Und da sind 15 Milliliter drin. Auch das eine hochwertige, hochpreisige Marke, die wirklich gute Produkte herstellen. Also das muss man wirklich an dieser Stelle erwähnen. Elemis Produkte haben eine sehr, sehr exzellente Qualität. Dementsprechend muss man da auch wirklich sagen, das ist seinen Preis schon wert. Ne? Also da habe ich auch schon einiges von getestet und mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Ich bezweifle nur, dass mein Freund das verwendet. Ne? Bin ich ehrlich. Ich glaube, er hat von vor Monaten noch eine kleine Größe von der Tagescreme und immer wenn es da mal ganz wild wird, dann wird die auch verwendet. Ne? Aber er verwendet jetzt nicht so super viele Cremes. Aber ja. Finde ich schön, dass die mit drin ist. Ehrlich gesagt finde ich auch gut, dass die hier keine Full-Size reingepackt haben, weil die wenigsten Männer wahrscheinlich ihre eigene Tagescreme bei sich stehen haben. Oder schreibt es gerne in die Kommentare, ob das bei euch oder euren Männern halt wirklich komplett anders ist. Ich kenne es halt von meinem Freund und von meinem Familienumfeld, dass da einfach die Pflege bei den Männern deutlich kleiner geschrieben wird als bei den Frauen. Einfach so, ne, im Durchschnitt. Ja, so, jetzt haben wir einmal uns die Box angeguckt, ne? Wir haben schöne Produkte hier drin enthalten, die sowohl aus dem Bereich der Drogerie als auch aus dem Bereich der High-End oder sogar Luxuspflege stammen. Ich finde, wir haben coole Produkte enthalten, wo ein Mann sich drüber freuen wird, weil hier auch einfach praktische Produkte drin enthalten sind und auch so ein bisschen was drin ist, wo man sich denkt, Mann mit Doppel-N vielleicht, Mensch, das ist interessant, das probiere ich mal aus, ne? Ich glaube, die wenigsten Männer kaufen sich wirklich von alleine und gezielt diese Box. Die meisten Männer kriegen die wirklich geschenkt von ihrer Frau oder zum Geburtstag von der Schwester, Schwägerin. Man weiß es nicht, ne? Und ja, aber trotzdem finde ich einfach diese die Option sehr, sehr cool, dass es einfach eine Männerbox gibt. Also eine Box wirklich für Männer. Es gibt die ja auch von anderen Anbietern, aber ich mag die Glossybox Men tatsächlich auch sehr gerne. Und gerade diese Box hat schöne Produkte drin enthalten gehabt. Also einen geilen Duft. Ich mag den Duft richtig gerne von Kalin. Muss ich wirklich sagen. Das Deo finde ich klasse. Ich finde es auch super, dass hier dieses 3-in-1-Feel mit dabei ist. Und dann halt so ein bisschen Pflege, um so ein bisschen noch das letzte gewisse Etwas herauszukitzeln. Gefällt mir. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, das war's. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!